mein Gott, Leute, heute in diesem Video werde ich den neuen Brawler Ember von Level 1 auf Max Level mit Star Power und Gadgets bringen und den Brawler dann von 0 auf 500 Trophäen pushen. Wir machen das letzte Game mit Jump rein. Oh, das ist Twisty, das ist Twisty. Oh, das wird ihn da treffen. Das ist schon eine wilde Nummer auf jeden Fall. Was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Pookie. Schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder eine neue Folge Brawl Stars. Was geht ab, Leute? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich krieg hier unten einen Pickel, ganz, ganz ekelhaft. Naja, auf jeden Fall. Wir springen mal direkt rüber ins Game und ja, ihr seht schon, ich habe Ember am Start auf Power 2. Gerade war sie noch auf Power 1. Es ist kurz nach Release aktuell, wo ich das aufnehme. Und ich werde jetzt Ember erstmal maxen und daraufhin werde ich Ember direkt auf 500 pushen und vielleicht seht ihr morgen ja schon ein Video von einem 1000er-Push. Leute, lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da, abonniert den Kanal unbedingt kostenlos, aktiviert auf jeden Fall auch mal die Glocke und Leute, ganz, ganz wichtige Sache, wir bringen unseren eigenen Scheißboxer-Adventskalender raus. Ab dem 1.11. wird dieser erhältlich sein auf www.scheißboxer.shop. Der wird limitiert sein auf 1000 Stück und in diesen hinter diesen Türchen versteckt sich einfach Schokolade, ne? Also es sind solche Türchen, ich kann auch mal testweise eines aufmachen, ich habe zum Glück drei Kalender hier, zack, und wenn wir das aufmachen, wenn ich nicht zu dumm bin, zack, dann befindet sich darunter einfach Schokolade. Nice. Und die können wir dann fooden. Moment. Ich mache auch direkt mal den Geschmackstest. Mhm. Kann man machen. Schmeckt eigentlich ganz geil. Wir haben hier sogar Fairtrade-Schokolade drin. Leute, holt euch auf jeden Fall. Ich bin richtiger Esel. Ich mache einfach direkt mal 18 auf, ne? Naja, ist ja auch egal, Leute. Den könnt ihr euch gerne mal holen. www.scheißboxer.shop. Ab dem 1.11. wird er verfügbar sein. Und jetzt würde ich sagen, starten wir auch schon rein. So, Leute. Ich würde sagen, erste Mission jetzt erstmal ein bisschen maxen. Wir haben noch ein paar Gems am Start. Bevor ich aber Gems jetzt ausgebe, um Boxen zu kaufen, werde ich mir natürlich die alten Seasons abholen. Und da können wir uns natürlich auch direkt Powerpunkte holen. Das vereinfacht das Ganze natürlich um einiges. Da muss ich überhaupt... Ich muss ja gar nichts ausgeben, gefühlt. Warte mal. Ich habe hier noch mehr. Lol. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Holy shit. Okay, dann muss ich im Prinzip nur jetzt noch Gold ausgeben, um den Brawler zu maxen. Und das war's dann auch schon, Alter. Das ging auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Let's go da unten. Zack, 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 zack. Einmal durchziehen. Und dann ist er schon auf Power 9. Jetzt fehlt nur noch das Gadget und die Star Power. Und die müssen wir jetzt natürlich ziehen. Und das könnten wir jetzt einfach mal aus solchen Brawlboxen und Bigboxen machen. Hier aus dem Brawl Pass aus Season 2. Let's go. Mal gucken, ob ich lucky bin und ob ich da direkt was ziehe oder nicht. Wäre auf jeden Fall gut, da keine Gems auszugeben. Wäre ein bisschen überflüssig, vor allem, weil ich die Sachen hier eh noch habe. Und von dem her würde ich sagen, let's go, der Hase. Okay, Season 2 hat schon mal nicht so gegönnt, aber zum Glück habe ich hier noch 15 Big Boxen. Und vielleicht reicht das ja. Ja, das reicht schon mal, zumindest für eine Sache. Ob es jetzt das Gadget ist oder die Star Power, werden wir jetzt rausfinden in 3, 2, 1 und es ist das Gadget. Sehr, sehr nice. Gadget ist schon mal am Start. Ember rennt 3 Sekunden lang schneller und verschüttet dabei ihre Feuerflüssigkeit, die sie daraufhin anstecken kann. Anstecken. Das ist halt komplett lost übersetzt. Ich würde eher sagen, in Brand setzen kann, als anstecken kann, weil, naja, ist ja auch egal. Grüße ihn raus auf jeden Fall an den Übersetzer von Supercell. Und wow, das ging ja mega schnell. Holy shit, ich bin echt lucky, was Ember angeht. Also ihr habt ja hoffentlich gestern mein Video gesehen, wo ich Ember innerhalb von 19 Brawl-Boxen gezogen habe. Und jetzt einfach die Star Power und das Gadget relativ schnell auch hier aus den Big Boxen. Also viele hat es nicht gebraucht. Und die Star Power gucken wir uns auch nochmal speziell an, was die macht. Und zwar macht die Star Power folgendes. Ember kann 2 Pfützen ihrer Feuerflüssigkeit auf dem Schlachtfeld platzieren. Ist die Reichweite in einer der Pfützen, lädt sie dadurch automatisch ihren Superskill auf. Das heißt im Prinzip, man kann 2-mal die Ulti setzen und die erste Ulti verschwindet nicht. Außer man zündet sie natürlich an. Und solange man sie nicht anzündet, bleibt die da auch liegen. Also von den Ultis maximal 2 und von den Gadgets kann man, glaube ich, 3 genau pro Match einsetzen. Die bleiben auch liegen, solange man sie nicht anzündet. Ist auf jeden Fall ganz geil. Man kann damit echt so gut Wege versperren und ja, die Gegner irgendwie ein bisschen ausgrenzen. Mobben auch genannt. Ja, von dem her sehr, sehr wilde Sache. Ich würde sagen, wir starten auch schon rein. Wir beginnen bei 0 Pokalen. Und dann kann es auch schon losgehen. Wir haben übrigens mit dabei den Anubis und den Phoenix. Was geht ab, Jungs? Moin. Jo. Da kam irgendwie nur eines. Naja, auch egal. Leute, gönnt euch einfach, wie OP Ember ist. Ich muss die auf jeden Fall auf 1000 pushen, bevor die genervt wird.
Weil ich meine, ich baller da einfach rein, zack, die Schüsse gehen durch alle Brawler. Und ich kann einfach, also wenn die drei alle auf einem Fleck stehen, ich kann die innerhalb von 2 Sekunden downburnen, Alter. Das ist halt ultra OP, also viel zu stark. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Das macht ja keinen Spaß für die Gegner. Hui. Oh yeah, wir haben jetzt schon mal die 100 Pokale erreicht, Rang 8. Unfassbar krank, Leute. Bis jetzt noch kein einziger Lose, aber Retalk Ember ist echt sehr, sehr stark. So, übrigens nach dem Game auf 200, ne? Hallo, Game Run. Gefass. Okay. Nein. Ja gut, da hatte ich keinen Bock mehr. Let's go, Leute. Das heißt, somit schon mal die 200 Pokale erreicht und es geht auf jeden Fall weiter. So, Leute, mit diesem Game werde ich dann auf die 300 Pokale kommen. Lass uns das mal richtig schnell jetzt hier durchziehen. Die Gegner sind auf jeden Fall, also sollten wir schaffen. Solange keine Amber drin ist im gegnerischen Team, ist es eigentlich meistens ziemlich mega easy. Aber wir werden es auf jeden Fall rausfinden. Und das ist schon mal das 1-0 in den ersten 9 Sekunden gefallen, Leute. Sehr, sehr wilde Sache. Jetzt machen wir direkt das 2-0. Let's go. Einmal noch eine schöne Ult. Ja gut, die war richtig gut. War auch egal. Und that's it. Das ist das 2-0. Ja, Leute, auf 300 Pokalen sind wir schon mal. Ich bin gespannt. Also, Games gegen Amber sind halt nicht so ultra schnell gegangen. Deswegen brauchen wir leider ein bisschen länger als sonst. Aber nichtsdestotrotz sind wir ganz gut im Timing. Pushen jetzt noch nicht mal eine Stunde. Und jetzt geht's weiter. Ah, ich hab grad Gale gezogen. Lol. Glückwunsch. Oh, das ist Twisty, das ist Twisty. Ach, lol. Lol. Boah, dass wir den da treffen, das ist schon eine wilde Nummer auf jeden Fall. Warum facen wir den Twisty, Junge? Ey, wenn das jetzt unsere Winning Streak verkackt, dann bin ich sad. Aber das ist schon mal das 1-0. Let's go, wir sind besser. Oh, Mann. Aber jetzt, okay, du kannst dir anschauen, wie man die jetzt richtig spielt. Bin down. Boah, das war knapp, Alter. Hui. Kein bisschen so. Doch. Versucht er die mit Randoms zu pushen? Ja, auf Feenhöhe findest du ja auch keine anderen guten Teams, außer uns halt. Naja, mich. Du jetzt eher nicht so. Du denkst, du kannst es gegen Twisty machen, oder was? Natürlich. Let's go, Alter! GG! Aber ist das der echte, ist jetzt hier die Frage. Ja, also war das schon safe. Holy shit. Ja, easy! Titel ist safe, Leute! Gegen Twisty gewonnen. Nice. So, wir sind auf 400 Pokalen. Das ging auf jeden Fall relativ schnell. Wir sind jetzt knapp über eine Stunde dran. Und ich muss mal ganz kurz... Na, Zwischenstand checken wir am Ende, wie hoch wir sind in der... Bestenliste. So, Leute, es fehlen jetzt nur noch 28 Pokale, das heißt, ich glaube, 4 Runden müssen es sein, ja. 4 Runden, dann sind wir durch. Tatsächlich ging das jetzt am Ende schneller als am Anfang. Ich weiß nicht warum, fragt mich nicht, aber irgendwie sind die Gegner loster geworden. Diese Runde gegen Twisty, auf jeden Fall auch mega funny, dass wir den da getroffen haben. Ich bin mal gespannt, ob ich gleich eine gute Platzierung habe, weil wir haben halt erst leider 30 Minuten nach Release von dem Brawler begonnen. Das ist halt ein kleiner Nachteil und ja, ey, wenn das jetzt unser erster Loose wird, ist ja schon peinlich, ne? Aber alles easy. Pookie carried mal wieder. Man kennt ihn. Let's go! Und das ist das 2-1. Alles easy. So läuft das hier, Leute. So läuft das. 20 Pokale fehlen noch, 3 Games. Oh mein Gott, Alter, das ging auf jeden Fall echt durch die Butter. Ich bin gespannt auf den 1000er-Push, Leute. Ich probiere es auf jeden Fall, ne? Das werdet ihr dann morgen vermutlich sehen. Ich hoffe, das wird kein Fail, weil sonst bin ich sehr traurig. Aber ich glaube echt, dass Amber so OP, krank, stark ist. Und sonst zocke ich sie halt in Solo-Showdown hoch, wenn das in Brawl World nicht klappt, lul. Weil da ist sie halt absolut OP. Ich meine, die macht so eine Kiste in 2 Sekunden down. Kann direkt zum nächsten laufen, aber... Na gut, jetzt machen wir hier erstmal die 500 voll und... Dann, let's go. Das mit Solo-Showdown war übrigens ein Joke. Das werde ich niemals machen. Gar keinen Bock drauf. Sagt er jetzt. Und am Ende mache ich es wirklich. 2 Games noch, Leute. Das vorletzte Game jetzt hier. Und wir facen jetzt halt keine Ambers mehr. Von dem her ist das richtig, richtig easy und geht viel schneller halt. Mit den Ambers war es halt immer so ein kleines Battle, wo wir halt eine Runde nicht in 20 Sekunden runtergespielt haben, sondern halt eher... teilweise eine Minute gebraucht haben. Und das frisst halt schon Zeit auf die Dauer. Und man muss dazu sagen, Game Run braucht immer Ewigkeiten, um auf bereit zu drücken, weil da angeblich so viele Belohnungen und sowas hat. Das ist halt schon wieder eine Lüge. Ich habe das so schnell gemacht, dass Anubis da nicht hinterherkommt und dann wird wieder irgendwas behauptet, was nicht stimmt. Oh, lauf rein. Ach komm, oh nee. Schlechte Spieler hier. Game Run wird zu durchgehen. 1-0.
Wolfe, let's go, zack, den Lake hier einmal platzieren und der ist drin und das ist schon mal die vorletzte Runde gewesen. Jetzt brauchen wir noch genau 4 Pokale, also eine Punktlandung kriegen wir leider nicht hin, ist aber auch nicht schlimm, Leute. Wir machen das letzte Game, wir jumpen rein, lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da, ich will 10.000 Likes auf dieses Video sehen. Wenn wir das nicht schaffen, kommt Anubis zu euch nach Hause mitten in der Nacht und wird euren Brawl Stars Account löschen. Was? Ja. Wahrscheinlich. Also ich meine, ja, natürlich. Ja. Wer das jetzt geglaubt hat, kann wirklich von sich behaupten, dass er dumm ist. Spaß. Ist auch super realistisch, dass du zu jedem nach Hause kommst oder so. Okay, das letzte Tor jetzt. Ich krieg das auf jeden Fall hin. Wenn ihr mir das nicht gönnt, seid ihr richtige Unehrenmänner. Deswegen müsst ihr das eigentlich gönnen. Das war eine richtig kranke... Oh, die war gar nicht mehr so übel. Ich habe sogar einen Frankie-Banky angezündet. Schlecht. Ich hätte es aber machen können. Wieso wollte ich dir gönnen? Ja, weiß ich auch nicht. Ich frage mich aber, warum du nicht früher schon gegönnt hast. Hä, wie hätte ich früher gönnen sollen? Einfach früher gönnen, ganz ehrlich. Wenn man gerade im Schuss ist und einen Ball bekommt, wird er automatisch weitergeschossen. Das finde ich halt echt ein bisschen low. Der ist drin, let's go. Und wir haben die 500. Oh mein Gott, Leute, das war auf jeden Fall, ja, was soll ich sagen? Ich will jetzt nicht sagen, dass es schwer war, aber es hat halt Zeit gekostet und wir haben es jetzt auf jeden Fall geschafft. 500 Pokale mit Ember sind am Start, Leute, so muss das sein. Jetzt gucke ich mal ganz kurz in die Bestenliste von DE mit Brawler. Und zwar Ember. Ich bin Platz 19. Wow, also wirklich... nicht schlecht. Dafür, dass ich eine halbe Stunde später begonnen habe, bin ich damit sehr, sehr zufrieden schon mal. Wir sehen uns dann morgen auf jeden Fall beim 1000er-Push. Bin ich global irgendwie krass am Start? Platz 168. Kann man machen. Leute, da hatten einer schon fast auf 1000, Alter, auf 900 irgendwas. Das ist halt krank. Warte mal, wie geht das denn? Holy shit. Der hat den wirklich schon auf 935 und der Release war jetzt genau 2 Stunden her von Ember. Also das ist schon sehr, sehr stark. Auf jeden Fall nicht schlecht. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin noch rein und ciao.